Ja, ja, dabei ist die Olympiaschanze eine seiner Lieblingsschanzen. Aus, vorbei, der Traum, dein treuer Vater, sei denn, Kamil Stoch macht auch Mist. Nee, der macht keinen. Weißt du warum? Weil die Pfeile ein bisschen auf Aufwind drehen. Der hatte ja fast schon einen Sturm von vorn. Das muss jetzt weit gehen für Kamil Stoch. So, der überfliegt die erste rote Linie. Der überfliegt die zweite rote Linie und landet weit, weit, weit. Ei! Über den Hillsize drüber, über die 140, und da sagt sich Simon Ammann, wenn er das nochmal in der Aufzeichnung das ansieht, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die 10 Welt, Sekunden später. Die Welt ist ungerecht. Ja. Und im Skispringen sowieso. 142 Meter. Wie war denn nun gleich nochmal der Schanzenrekord? 143,5 Meter von Simon Ammann, der direkt davor gesprungen ist. Auch hier, und mein Gott, die sind normalerweise leistungsmäßig auf Augenhöhe. Aber jetzt schielt der eine und der andere hat einen absoluten Durchblick. Und punktgleich. Kamil Stoch und Tom Hilde auf Platz 1. Obwohl er so viele Meter weiter gesprungen ist. Aber Tom Hilde eine Stufe tiefer angefahren und bei fast Windstille gesprungen. Und natürlich Kamil Stoch da unten in Telemark zu setzen, das wäre Risiko.